Hallo liebe Leute, zu einer weiteren Let's Play-Folge Die Zwerge. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, wir haben uns oben auf der alten Eiche versteckt, um zu schlafen. Und das war nachts, war alles voller Orks und Alben. Jetzt sind sie aus dem Lager weg und jetzt wollten wir mal gucken, was man noch in so Lager findet. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Mal gucken, was passiert. Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Hier ein Froschknarr. Vor dir. Ah, ein Unterirdischer. Genau richtig für ein Frühstück. Orks, oh, zieh deine Axt und stell dich den Orks. Ja, das machen wir doch Du natürlich. weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Oink, oink, kleines Schweinchen. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte! Ei, jetzt sind endlich die beiden Zwerge wieder da. Sehr schön. Was heißt wieder? Die sind das erste Mal da. Die beiden Zwergenbrüder, die sind geil. Die Zwillinge. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Zack, den machen wir Was so. denn? Du kannst leicht einen Wutanfall Ja? kriegen. Und du kommst hierher Bin gelaufen. unterwegs. So. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Kampfstil wieder klarkommen. Zack. Du machst das. Angriff. Ja? So, komm. Einer. Ja. So, zack. Du machst Was das. ist? Du haust die weg und Und jetzt? du machst den Wutangriff. Einer weniger. Sehr schön. Und nochmal ein Wutangriff. Der zerstückelt die. Zack. Ja? Muss man das machen? Zu einfach. Was denn? Abscheuliche Kreatur. Leute, Entschuldigung, ich mache ab und zu mal ein bisschen Stopp, um die Attacken nochmal so reinzukriegen, dass ich Was ist? muss das öfter spielen, das Spiel, um da reinzukommen. Einer weniger. Jetzt auch das wieder machen. Ja? So, komm her, Sofort. du tötest jetzt erstmal den. Und jetzt? Du kannst Wo ist auch der wieder. Nächste? Zu einfach. Bin unterwegs. Angriff. Wo ist der Sehr Nächste gerne. mit? So, komm, töte sie. So, stopp. Du machst den. Was Du denn? machst einfach Ja? das. Und du machst das. Ich hab gar nicht so fest Sehr zugeschlagen. schön. So Und gut was wie da? erledigt. Abscheuliche Kreatur. Na komm, besiegt sie. Hier kommt dein Ende. Komm, du machst das. Ja? Angriff. Du greifst den an. Hossa! Du greifst den gleich Zu an. einfach! Sehr schön. Und jetzt? Bist du? Zack. Ja? Bam, einer weniger. Einer weniger. Wie viel In brauchen wir noch? Ordnung. Sechs noch. Ja? Einverstanden. Hä?
Zungenstoß, dann besiegst du sie auch. Was denn? Sehr schön. Mhm. Sofort. Bin unterwegs. Kommt alle drei Zwerge zusammen. Sofort. So gut wie erledigt. So. Tungdil, du nimmst den. Und jetzt? Du machst das. Was ist? Und du haust mit auf den drauf. Zu einfach. In Ordnung. Einer noch. Na, ja? Kommt der sofort. Was da? Einfach klar. Einer noch. Angriff. Oink, oink. Das war's schon? Keine Orks mehr da? Gut gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tungdil? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... Boendil, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Boendal Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Boendil Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? Ihr wurdet geschickt, um mich zu suchen? Es gibt hier noch mehr. Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben drei Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boendal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin ein Zweiter? Naja, so in der Art, schätze ich. Ihr müsst den Menschen gegen die Orks beischen. Wir müssen... Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Ogertod zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir drei müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschädel zu spalten, sollte man das auch tun. Ja klar, wir müssen noch den Auftrag von Margus erfüllen. Ich werde euch gern ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orks stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben. Bolofar, das ist so gut wie Lismith, Praddelquatsch oder Blüftimüff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. Lesen? Du bist ein Gelehrter! Leute, da haben wir Level geschafft. Sehr schön. Dann mal gucken, wenn wir jetzt weiter... Gehen wir mal weiter. Was gibt's denn Schönes? Ausjäger... Dann nehmen wir das. Was machen wir denn mit? Einen seitlichen geführten Schlag, der mehrere Feinde Schaden zufügt und sie zur Seite wirft. Das klingt doch gut. So, du fandest Proviant, ein Heiltrank, Gold und ein Talisman für Schutz. Sehr schön.
So, dann wollen wir gleich mal gucken, wo... So Leute, jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Ich muss gerade kurz einen kleinen Cut anlegen, weil das Spiel wieder mal abgestürzt ist. Ich verstehe das nicht, warum. Aber wir werden uns jetzt direkt weiter auf den Weg machen, um die Sachen von unserem Magus zum Famulus zu bringen. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier können wir auch lang gehen. Geh zum Turmweiher, dann gehen wir da mal hin. Auf den Weiden vor der Stadt sowie in den Befestigungsgräben liegen tote Orks. Einige Bewohner sind dabei, die Leichen auf Scheiterhaufen zu werfen und die leichten Schäden an der Stadtmauer zu reparieren. Ihr betretet die Stadt und die Garnison in ihrer Mitte, ohne dass ihr angesprochen werdet. Erst vor einer schweren Eichentür, die, wie ihr vermutet, ins Büro des Kommandanten führt, werdet ihr von einer Wache aufgehalten. Zwerge? Uns bleibt dieser Tage anscheinend nichts erspart. Was wollt ihr? Ich möchte mit dem Kommandanten sprechen. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Kommandant Valore hat keine Zeit. Er ist immer noch mit den Folgen des Ork-Angriffs beschäftigt. Du wirst mich zu dem Kommandanten sprechen lassen, sofort. Ich habe Informationen für den Kommandanten. Kommandant Valore beschäftigt sich mit den Orks und ich habe Informationen dazu. Ich habe ein Treffen der Orkfürsten beobachtet. Die Wache mustert dich interessiert und versucht abzuschätzen, ob sie deinen Worten trauen kann. Schließlich erhebt sie sich, öffnet eine Tür und betritt den Raum vor dir. Der Kommandant schaut von seiner Arbeit auf. Die Wache wiederholt, was du ihr gesagt hast. Eure Informationen über die Orks könnten nützlich sein. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber noch nicht vernichtet. Kommt herein. Der Kommandant lauscht aufmerksam und stellt einige Zwischenfragen, als du von den drei Ork-Armeen und dem Treffen der Häuptlinge mit dem Alp Sintoras berichtest. Das klingt übel. Ich werde Boten aussenden. Wir müssen vorbereitet sein. Die Ork-Armee, die euch angegriffen hat, konnte fliehen. Das, was von ihnen übrig geblieben ist. Sie sind Richtung Süden gezogen. Solange wir die Schäden an den Mauern beheben müssen, kann ich leider niemanden hinterher schicken. Der Kommandant schaut euch mit missmutigem Gesicht an. Plötzlich scheint ihm klar zu werden, wer da vor ihm steht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr versuchen, die geflohene Rotte zu vernichten und ein Kopfgeld kassieren. Schweineschnauzen umbringen und dafür Gold kassieren? Wo ist der Haken? Du grinst Boindil an, wendest dich dann wieder an den Kommandanten. Wir werden schauen, was wir tun können. Wir müssen weiter. Guten Tag, Herr Kommandant. Tötet so viele Orks, wie ihr könnt, werte Zwerge. Palandiel sei mit euch. Danke dir, werter Kommandant. Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Ach, wir sagen den Männern mal Hallo. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu erschöpft. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass.
durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Ha, nie davon gehört. Klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Ihr kommt aus Borista, zeigt mir euer Angebot. Das können wir ja mal kaufen. Was haben sie noch? Heiltränke, die brauchen wir erstmal nicht. Ihr kommt aus Borista? Ihr kommt aus Borista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach, nichts weiter. Nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Als ihr später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. So Leute, aber ich würde sagen, das war genug für heute. Wir werden nächste Woche gucken, was das Schwarzjoch für uns bereithält. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein zu einer weiteren Let's Play-Folge Die Zwerge. Lasst mir bitte Kommentare da, Feedback, das würde mich freuen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.